So, hallo Leute, willkommen zurück zu Battlefield 3. Aber Moment mal, ist der erste Part. Naja, ich habe das Projekt nochmal angefangen. Ich will die Parts allerdings löschen. Die alten Parts, also die alten Parts, ich habe das Projekt nochmal neu angefangen. Da habe ich nämlich. Ja, jetzt habe ich gut auf normal gedrückt, okay. Das war, fand ich nämlich nicht so schön und ich sollte hinterher mal starten. So. Ja, das wird jetzt auch in Full HD sein und. Es funktioniert wieder, weil ich hatte Probleme damit und jetzt fange ich einfach nochmal von neu an. Das ist alles für alle, die die alten Parts kennen, für alle, die nicht die alten Parts kennen. So ist das. Okay. Ich schneide übrigens die Ladezone raus. Aha. Oh, es lädt immer noch. Super. Ah, das sieht schon besser aus. Sieht auf jeden Fall wie ein Gehock aus. Könnte aber auch. Was weiß ich was sagen. Okay, es geht ab. Wir rennen. Was passiert jetzt? Oh fuck, das hat bestimmt wehgetan. Ich habe gerade eine Handschelle gesehen, einen Namen von dem. Das sind hier bitte. Hier Flüchtling. What the fuck geht hier ab? Ja, ich weiß, wie man schießt. Das ist eben eine coole Waffe. Ah, das ist nicht mehr toll. Ich habe übrigens das Battlefield schon mal durch. Battlefield schon mal durchgespielt. Ja. Allerdings auf leicht und ich habe es durchgespielt, weil es ein bisschen besser, ob alles funktioniert. Rote! Hey, mach keinen Scheiß, Mann. Geh weg. Ah, Mann. Wieder in der Kar. Blöder Trottel. Was ist sie denn? Rausquetschen. Verdammt, das piepst. Das piepst. Das war knapp. Aua! Bist du verrückt? Du hättest mich umbringen können. Oh Mann, ich hoffe, ihr hört jetzt die Leertaste im Hintergrund nicht zu laut, aber ich muss hier ultimativ die Leertaste dashen machen. Okay. Scheiße, ich guck mich mal lieber nicht, dass ich hier runterfalle. Aha, ja, okay. So. What the? Wohl nicht ganz so überlegt, oder? Heilige Scheiße! Was zur Hölle? Krass. Ich hab mich auch ducken. Tut mir leid, auch wenn ein Terrorist ist wahrscheinlich. Wow, wow, wow! Ja, ich hab schon eine gute Waffe. Das ist sogar dieselbe. Hier runter. Yes. Lebst du noch? Oh mein Gott, deine Krawatte ist kaputt. Mann, du bist so unsterblich. Yeah. Leg dich. Sorry, ich meinte, stirb. Was sagt da gerade drüber? Egal. What the? Bomben. Hast du den Zünder? Dann gib ihn mir, okay? Ja, du hast den Zünder. Da. Aua, das hat weh getan. Lass das. Und ich schneide wieder wegen den Ladezonen. Ja, es hat fertig geladen. Was kommt jetzt? Ah ja. 8 Stunden zuvor stand der Galeon, dass man jetzt nicht mehr sehen kann. Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant. Boah, sind die leise. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht?
Ich mach das mal was lauter, deswegen sage ich jetzt nichts. Von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. So, ich habe jetzt nicht hoffentlich nicht vergessen, das lauter zu machen, weil sonst hätte ich da eigentlich nichts verstanden. Dann könnt ihr Wortefahrt laut. Hallo, ich rede jetzt. Okay. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, darf ich jetzt reden? Okay, ich hab los geht's. Ja, ich hab vergessen, was ich am Anfang sagte, deswegen will ich jetzt doch nichts sagen. Oh. Herzlich willkommen zu Fehl zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Jo, danke, Mann. Habt ihr euch mal so gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach hier nur meine Arbeit weg. Blumentöpfe. Das ist verdächtig. Aber wir folgen mal lieber. Mein Gott, noch mehr Blumentöpfe. Die sind überall. Ach, das soll ein Äpfel darstellen. Gott, Schweine. Gentlemen, willkommen. Okay. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Ja, ja. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Boah, lauf schneller. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Ja, dann mal los. Kann ich jetzt bitte... Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Okay. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Schöne Sonne. Geh vom Schlimmsten aus. Los! Okay. Ah, Left Shift. Zum Sprinten drücken. Halt die Klappe! Oh Mann, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Ja, passiert schon nichts. Dann, was steht denn auf der Tafel? Kann ich nicht lesen, weil ich irgendwie in der Schule war. Nee, weil es einfach nicht erkennbar ist.
auf die Querstraße. Viel freies Feld. Kommt was, zurück. Warte, bis er vorbei ist. Gott, nein, eine Rapper-Gruppe. Okay, den Witz hatte ich ja schon beim letzten Mal gemacht, aber egal. Black. Joe Blackovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Oh, da vorne sind sie noch gefahren. Muss aufschließen, Black. Oh. So, hier. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Danke. Einziger Zivilist. Alles sicher. Verdammte Scheiße. Gott. Scharfschütze! Komm Mann, komm Mann. Schaff ihn rein. Los, los. Komm, komm, komm. Was zur Hölle, Mann? Was geht hier ab? Ich verstehe gar nicht so. Oh Gott, das ging aber jetzt schnell. Oh Mann, ich hoffe, mein Sound ist nicht zu laut, aber trotzdem. Oh Mann! Da! Damn, Double Kill. Weg mit dir, das ist einer von uns. Okay. Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Hier ist hinüber! Einmal den verkackten Auto. Mein Gott, lass uns einfach in Ruhe. Verbündete kommen nach! Verbündete! Verbündete, das ist gut. Black, zu mir! Ziele beim Gebäude, andere werden dich verpackt. Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! Weg! Kontakt! Oh, was, das war ein volles. Ups, sorry. Hey, ich komme zu dir. So, und den haben wir. Das hier ist uns noch einer. Komm. Stirb. Oh Mann, hab ich ja richtig einen reingekriegt. Das ist ein Scharfschütze, nicht Scharfschütze, sondern eine Pumpe, ne? Ja, eine Pumpe. Eine Pumpe. Ich will, dass sie da kaputt gehen. So. Mann, das sind ja schon fast. Das sind ja echt nur Jugendliche. Der Sniper ist noch da! Ich hab dich gesehen. Feuer einstellen! Oh, rein, los, los! Das war wirklich fast nur Jugendliche. Krass. Warte, das sieht cool aus. Ja, das ist wirklich eine coole Waffe. Komm schon! Wir übernehmen. Jo, rein da. Hey, Kumpel. Hier geht's gleich besser. Okay. Kannst du das spüren? Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hab verstanden, den Wirt wieder. Er wird wieder. Sehr gut. Noch ein Beben? Oh. Okay. Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Warte. Oh Mann, hier geht ja alles kaputt. Augen offen halten. Ja, dann mach mal auf. Scheiße. Wow. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung futtern. Bleib nicht vor den Fenstern stehen. Ich schieße! Mann, das ist ja ganz cool. Das waren keine Einheiten. Die sprachen kein Arabisch. Der hat gar nichts gesagt, Mann. Von Rebellen aus dem Iran oder was? Ja. Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Ja, oben auf dem Dach ist bestimmt schön. Warum sollen wir oben aufs Dach gehen? Naja, egal. Gesichert, gesichert. Scheiße aufs Dach. Weil ich will jetzt den Part beenden. Scheiße, Kontakt! Oh Mann, scheiße, bis zum nächsten Part. Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Und. Okay. Ich folge euch nochmal gerade. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Los.